Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fischer im Nordatlantik Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir legen mal an. Ich bin ein bisschen rumgefahren, habe ein bisschen Geld verdient, damit wir auch ein bisschen Spielgeld haben. Habe nochmal so eine Transportmission gemacht und mittlerweile ist das offenbar auch ein Fehler im Spiel gewesen, dass man natürlich diese Transportmission mit Autopilot machen konnte. Das schien nicht gewünscht zu sein, ist doch, glaube ich, ganz gut so. Und wir müssen jetzt erstmal warten hier. Reparatur ist unbeschädigt, okay. Treibstoff kaufen, Dieseltank bereits voll. Das sah aber eben anders aus. Okay, so, dann. Verbesserung, wissen wir schon, können wir uns so noch nicht leisten. Und ich würde ungern weiter Schwertfische angeln. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns mal eine Ausrüstung für das Tiefseeleinenfischen. Wo wir natürlich dann lernen müssen, was... wo wir natürlich lernen müssen, was wir damit alles machen können. Das wissen wir nämlich nicht. Also ich weiß das nicht. Mal schauen. Also Tiefseeleinen. Dann gucken wir doch mal... aktuell Tiefseeleine. Okay, so. Dann gehen wir mal in die Wiki. Du besitzt Leinen. Keine Leinen mit Köder. Willst du trotzdem den Hafen verlassen? Ja, ja. So, pass auf. In der Wiki. Jetzt gucken wir mal Fischarten. Nein, wir gucken bei Fangwerkzeug und dann bei Tiefseeleine. Das Tiefseefischen ähnelt dem Langleinfischen. Die Hauptunterschiede bestehen darin, dass Tiefseehaken viel näher am Meeresgrund liegen. Tiefseenetze wurden entwickelt, um größere Raubfischarten wie Thunfisch und Schwertfisch zu fangen. Nicht schon wieder Schwertfisch. Und den Beifang so weit wie möglich zu reduzieren. Daher gelten Tiefseenetze als viel umweltschonender als Langnetze. Ach guck, dann machen wir direkt das Richtige. Es kann dann auch vorkommen, dass der Köder von Tiefseenetzen einen Hai oder Stachelrochen anlockt, die sich normalerweise von der Angelschnur befreien können, aber von den Fischern freigeschnitten oder von den Fischern freigeschnitten werden. Tiefseenetze sind mit einem Bisssensor ausgestattet und werden hochgezogen, sobald ein Fisch anbeißt, um die Qualität des Fangs zu erhalten. Anwendung sehen wir hier. Ich fürchte, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Gut, und ich nehme an, wir brauchen dann... also, Thunfisch. Schwertfische und Thunfische. Das heißt, wir müssten gucken, welche Köder müssen wir da dran schrauben. Hering. 15 Schwertfisch. Tintenfisch. Aha, da müssen wir mal gucken, was wollen wir denn... da müssen wir mal nach den Preisen mal schauen. Allgemein. Fischmarkt. Fischpreise. Kabel, ja. Schwertfisch, Thunfisch bringt mehr. Ist aber wahrscheinlich auch kleiner, der Fisch, ne? Also Schwertfisch haben wir schon gesehen. Ich würde sagen, wir machen dann mal... wir holen uns dann mal... Thunfischköder. Die Frage ist, wo gibt es die Fanggeräte? Tiefseeleinen. Acht kann ich davon holen. Tiefseeleine ohne Köder. Ich hole erstmal eine. Wir müssen ja erstmal testen. So, und das Ganze ködern wir mit Hering. Das hat er sich schon gut erkannt. Und da sehen wir auch den Schwertfisch mit seinem dicken Schwert und den Hering mit seinen gelben Glubschaugen. Ja. Okay, das müsste dann eigentlich passen, ne? So, und dann müssen wir noch rausfinden, wo müssen wir jetzt hin? Für das Tiefseeleinfisch ist eine Mannschaft erforderlich, die die Leine einholen kann. Bist du sicher, dass du den Hafen ohne Mannschaft... wie? Warum kann ich das nicht selber machen? Ich will keine Mannschaft anstellen noch nicht, das ist mir zu teuer. Na gut, Mannschaft. Verfügbar. So, Leine einholen, Reuse einholen. Langnetzleine einholen. Reuse, Köder, auswählen. Tiefseeleine hier. Das Ding ist, die wollen also eine hohe Rate haben, ne? Der ist schlechter. Aber 1,6 Prozent ist ja nix.
Hä? Aber das läppert sich, ne? Vor 34.000. Wie ein Stör... Nein! Ich muss doch selber die Leine reinholen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Pass auf, dann, ja. Ist eine Mannschaft, für die die Leine einholen können. Bist du sicher, dass du den Hafen ohne Mannschaft hast? Das jetzt wissen hier. Okay, und dann ist es ein Tiefseefisch. Das heißt, wir müssen schon irgendwie die Tiefsee. Wir haben gelernt, im Südwesten. Das wäre dann hier, ne? Da setzen wir hier mal Kurs hin. Na, kann das Land nicht überqueren. Folgendes. Der Autopilot schien auch nicht zu gehen jetzt. Seht ihr, der geht nicht. Kann keinen Wegpunkt auf Land setzen, obwohl wir nicht auf Land sind, ne? Und dann müssen wir wirklich da hinschippern mit dem kleinen Bötchen. Und wir können auch hier zu irgendeinem Wahrzeichen oder so springen. Machen wir mal eine kleine Schnellreise. Also das fände ich wirklich jetzt interessant. Wenn man hat dieses kleine Schiff, da soll dann noch eine Besatzung drauf und dann sollen wir auch noch hier irgendwie, das kann ja wohl nicht sein. Würde mich arg wundern. So, dann versuchen wir es hier. Drückt auch gleich die passende epische Musik dazu. Huch. Na, jetzt hör mal auf hier. Weil der ist schon ein Wettbewerber. Aber gut, soll mir recht sein. Und es ist Nacht. Dann schalten wir jetzt erstmal hier unsere Lampen an. Ja, dann müssten wir wahrscheinlich die einfach rauswerfen, ne? Hier haben wir das Ding. Köder-Tiefseeland mit Hering nehmen. Wir gucken nochmal kurz das Video an. Warte, kann ich nicht loslassen? Ach hier. Ausrüstung einholen? Nee. Köder zum Auswerfen vorbereiten. So. Einholen wollen wir die nicht. Pass auf, dann gehen wir mal hier zum Mast drauf. Da haben wir mehr Übersicht. Ich nehme an, wir müssen jetzt einfach... Alarm. Details. Aha. Wir sollten vielleicht doch mal... Ah ne, das ist dann die... Damit holen wir die wieder rein, ne? Pass auf, wenn wir jetzt hier reinfahren... Ja, damit würden wir die wieder reinholen. Das Boot hat keine Bremse. Hä? Wer hat noch den Tank vor... Achso, wir sind ja hingeschippert, richtig. Also, parken im Wasser war noch nie meine Stärke. So. Ja, wir müssen da ankern können, ne? Okay. Tiefseeleine einholen wollen wir nicht, weil die ist ja noch gar nicht reif. Dann würde ich sagen, wir überspringen jetzt mal die Zeit. Ich glaube, das Überspringen der Zeit, das ging ja irgendwie nur, indem wir hier immer rumschippern. Von Hand können wir nur im Hafen überspringen. Ne? Das heißt, wir machen mal Folgendes. Wir schippern hier mal immer so ein bisschen rum. Und warten darauf, dass die Zeit abläuft. Und dann sehen wir hier,
3 Stunden 40 Minuten. Dieses Aufdecksystem gibt es nicht mehr, ne? Das finde ich eigentlich ganz gut. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Jo, Heringe waren dran. Das ist natürlich praktischer, wenn man dann viel mehr hier drauf packt. Dann würde der natürlich auch sehr viel mehr... Also wenn wir jetzt zum Beispiel 8 Leinen hätten, dann würden wir jetzt die nächste Leine irgendwo anders hinlegen. Wir sind ja auch nur bei einer Tiefe von 2000, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, möglicherweise sind wir noch gar nicht richtig. So ein Blau war gut, oder wie war das? Oder war Grün gut? Fisch, Köder, Fangwerkzeug, so. Also rauswerfen. Ja, Eimer da dran. Und weg damit. So. Ja, und hier sieht die Bojen sind blau. Und da fängt er an, die reinzuholen. Okay. Also das sollte dann eigentlich passen. Dann holen wir uns mal hier eben kurz den richtigen Kurs. Und dann... Oh, guckt euch mal diese Atmosphäre an, ne? Das ist schon Hammer. Und dann versuchen wir jetzt mal einzuholen, ohne Verletzte. Da hinten ist das Ding. Da ist das Ding! Dann haben wir eventuell heute unseren ersten Fisch eigenständig gefangen, ohne Tutorial. Und da müssten jetzt drin sein Thunfisch und... Schwertfisch. Kann beides drin sein. Wenn wir hier richtig sind, das weiß ich halt nicht. Da, es hat aus seiner Tiefe an gewissen Details. Oh, müssen wir die einzeln wieder reinholen? Ist das nicht so ein Netz, wo dann... Springen hier Fische? Sieht ein bisschen so aus, ne? So, folgendes ist auch sehr cool übrigens, den ich mal kurz zeigen. Also hier wäre uns das... Der Sensor. Hier. Können wir folgendes machen, ne? Damit wir so ein bisschen besser sehen, wo wir hin müssen, kann man das Licht jetzt einstellen. Finde ich total cool. So. Aber wenn das klappt, dann wissen wir auf jeden Fall, wir müssen mal mehr Linien, mehr Leinen. Also, ihr wisst, was ich meine. Mehr Köderleinen auswerfen. Ja, und ein Boot ist kein Auto und kein Trecker, ne? Wo man dann hier einfach die Bremse tritt. Dann geht alles. Lass mal nochmal zurück. So. Ich glaube, es ist ganz gut. Es gehört auch im Vorgängerteil schon nicht zu meinen Lieblingsübungen, das hier. So. Gut, dann holen wir mal rein. Soll ja angeblich nur mit Mannschaft gehen, glaube ich nichts von.
Nein. Die Boje ist nicht einholbereit. Und ich brauche wirklich einen zweiten Mann Mannschaft. Oh nein. Ja, das heißt für mich, wir müssten noch ein paar Transportmissionen machen. Aber so würde es im Prinzip funktionieren. Es kann natürlich sein, dass wir, dass das nicht bereit ist, weil wir da rausgefahren sind. So, Kamera raus. Das ist nicht wahr. Oh nein. Okay, also folgendes. Dann würde ich mal vorschlagen. Oh, der arme Fisch, der hier dran ist, ne? Der krepiert dann auch. Ja, dann müssen wir halt noch ein bisschen. Es gibt auch leider keine Transportmission mehr. Das heißt, ich muss leider noch mal ein bisschen Schwertfischen. Schwertfisch fischen mit diesem komischen Harpunending. Vielleicht übe ich das jetzt einfach mal, während wir hier offscreen sind. Wir müssen auch zurück zum Hafen, weil wir können nur am Hafen das umrüsten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bock habt, dann würde ich mich sehr freuen, hier in diesem fantastischen Simulator-Spiel. Mal gucken. Und ja, wir sehen uns dann entsprechend in der nächsten Folge wieder. Wenn es eine gibt, ich muss mal gucken, ne, dass ich jetzt da irgendwie rankomme oder so. Und dann, ich will natürlich auch gerne mit euch dann hier die dickeren Boote kaufen und mal gucken, was da alles an Technik eingebaut ist und so weiter. Hab ich voll Bock drauf. Deswegen, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben lassen, Kommentare schreiben, anderen Leuten empfehlen, würde ich mich freuen. Wir haben uns ja als Kanal an das geltende Embargo gehalten. Ich habe gesehen, das haben ein paar Kollegen nicht gemacht. Deswegen hoffe ich, dass wir da, weil wir so artig waren, vielleicht dann euch auch noch ein kleines Goodie raushauen können. Dazu dann vielleicht ein andermal mehr. Normalerweise seid ihr gewohnt, dass wir hier, jetzt hätte ich auch die komplette Schnellreise nehmen können, ne? Ihr seid normalerweise sehr gewohnt, dass wir hier euch Spiele sehr schnell und zügig vorstellen. Deswegen auch nochmal sorry dafür. Und ja, vielleicht können wir hier zumindest mal nachfragen, ob hier jemand weiß, wo es Schwertfische gibt. Von vor einer Woche. Gut. Hier direkt. Ah, sehr gut. Da würde ich mich direkt dahin auf den Weg machen. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Nochmal sorry. Ja, das ist, wenn man sich an Embargos hält, wo man das Spiel noch nicht zeigen darf. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis bald. Tschüss.